Boah, ist das Fisch geknallt. Boah, ist das Ding verwichst, Alter. Boah, das ist bombenstabil. Oh, ich habe mich vermessen. Hallo Leute, damit man tolle Dinge bauen kann, braucht man tolle Maschinen. Ich habe eine tolle Maschine, die im Moment nicht richtig einsatzbereit ist, weil da so ein paar Problemchen dran sind. Um welche Maschinen es geht, seht ihr jetzt. Hier auf meiner rechten Seite seht ihr einen wunderschönen Kettenstemmer, den ich seit bald 2 Jahren habe und noch nie benutzt habe. Und ich so dumm war und außersehen den Niederhalter weggeworfen habe. Also falls jemand da draußen noch so einen Kettenstemmer besitzt und zufällig einen zweiten Niederhalter hat, schreibt mal gerne mal eine E-Mail. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um diese wunderschöne Langlochbohrmaschine. Ich will die mal langsam wieder benutzen, aber ich weiß, dass ich es nicht benutze, weil es da so ein paar Kleinigkeiten gibt, die nicht so cool sind. Wir werden sie mal bergen, auf eine Palette packen, denn ich will da so ein paar Kleinigkeiten dran vornehmen, um die es heute gehen wird. Die ist jetzt zum Glück nicht so mega schwer, weswegen ich die eigentlich erstmal da rausziehen könnte. Ja, das geht doch. Einmal einen schönen Schlopp. Hier hinten ist so eine massive Kante, die werden wir jetzt mal probieren zu nutzen, um das Ding hochzuheben. Okay, das Teil ist doch ganz schön schwer, muss ich feststellen. Boah, das ist doch so ganz knapp die Nummer. Nicht bewegen, Alter. Das ist äußerst unangenehm, muss ich sagen. Ich stelle das Teil jetzt übrigens doch direkt auf den Palettenwagen, da brauche ich keine Palette holen. Und eine Palette brauchen wir vorerst dann doch eh nicht. So, das hat schon mal funktioniert. Oh, ist das eine wunderschöne Maschine. Ey, traumhaft, was die damals schon alles gebaut haben. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Philipp, wo ist denn das Problem, wo drückt der Schuh? Werde ich euch sofort sagen. Also das erste Problemchen habt ihr gerade schon gesehen. Die Maschine hier ist nicht sonderlich mobil, weil es keine Rolleinrichtung dafür gibt. Warum macht das Sinn? Relativ simpel. Hier in der eigentlichen Holzwerkstatt, da ist es ein bisschen wärmer als in der Halle nebendran, weil dort hinten die Tore sind und da relativ viel kalte Luft reinkommt. Das nächste Problem ist, nebendran ist es relativ dunkel, weil derzeit noch ein bisschen Stroh gemacht werden muss, aber ich dort auch nicht plane, so viel Beleuchtung wie hier zu installieren, weil ich es dort nicht unbedingt brauche. Bedeutet, ich will, wenn ich diese Maschine benutzen möchte, hier mitten reinrollen, benutzen, wenn ich fertig bin, rüberrollen, damit das halt eben gut für mich funktioniert. Das nächste größere Problem ist hier dieser Exzenter. Da war vorher so eine Schaumstoffauflage unten drunter, die habe ich weggemacht, war mir dessen nicht bewusst und erst bei der Nutzung ist mir aufgefallen, der Exzenter hier, der ist nicht gut für die Maschine, weil den muss man viel zu stark anziehen, damit der hält, weil wenn der hier in dieser Position ist, dann löst er sich relativ schnell, bedeutet, man musste immer extrem viel Druck drauf bringen und das hat hier das Guss kaputt gemacht. Das bedeutet, heute steht sehr wahrscheinlich auch Gussschweißen wieder auf der Tagesordnung, damit wir das hier vielleicht noch mal retten können. Dieser Exzenter hier ist nicht gut. Ich habe aber zum Glück noch einen, den müssen wir ein bisschen abdrehen, damit der nochmal leichtgängig ist. Aber diesen hier, den will ich ungern benutzen, weil der einfach das dann nochmal kaputt macht. Hier kann man es relativ deutlich sehen und wenn ich das hier jetzt benutze, dann biege ich das hier logischerweise wieder auf, wobei das jetzt schon gar nicht so sonderlich funktioniert. Warte, ich lege mal ein Stück Holz drunter. So, wenn ich den jetzt festziehe, dann sieht man hier direkt, ich öffne wieder das Guss und das hält halt einfach nicht. Das Holz hier ist nicht gut festgespannt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, was hier nicht sonderlich gut funktioniert. Ihr seht diese Teile hier, hier vorne, links und rechts. Das sind Anschläge, damit können wir zum Beispiel eine Position links und rechts definieren, damit wir immer gleich, ohne das jedes Mal ausrichten zu müssen, dort bohren können. Der Vorbesitzer, so schätze ich das mal hier ein, der hat das immer mit dem Hammer reingeschlagen, sodass das halt eben nicht mehr so wirklich gut funktioniert. Und hier geht's noch, aber ich zeige euch mal die andere Seite. Boah, ist das Fisch geknallt. Hier kann man es ja ahnen, das wurde immer mit dem Hammer reingeschlagen, damit es halt eben sich bewegen lässt. Und ihr seht hier vorne, diese Anschläge, die funktionieren auch nicht gut. Also lässt sich nicht sonderlich gut bewegen. Boah, ist das Ding verwichst, Alter. Das bedeutet, wir haben heute ein paar kleine Baustellen. Bleibt gerne am Video dran. Ich werde euch schön genau zeigen, was ich hier wie mache, damit ihr das auch vielleicht im Notfall zu Hause selber nachmachen könnt, wenn ihr zufällig genau die gleiche Langlochbohrmaschine habt. Wir fangen eigentlich mit dem wichtigsten Thema an, und zwar ist das das Rollgestell, damit ich die Maschine einfacher bewegen kann. Ich plane normalerweise alles in SketchUp immer und habe dann eine entsprechende Stückliste, aber es gibt auch Projekte wie das heutige, da brauche ich nicht großartig anfangen, am PC was zu planen. Da schnappe ich mir hier dieses DIN A6 Klemmbrett, absolut geiles Projekt, kann ich jedem empfehlen. Und da nehmen wir uns jetzt ein paar Maße und überleder mal weiter. Ich versuche sie jetzt mal auf die Seite zu legen und vielleicht können wir dann die bestehenden Bohrpositionen einfach nutzen. Ich werde euch mal zeigen, die ist nämlich gar nicht so schwer. Ich werde die jetzt wohl irgendwie hier runter bekommen, ohne wieder Stabilatoreinsatz. Nicht ganz. So. Der Plan ist jetzt, ich schiebe sie darüber an die Dichte. Die wird sich nämlich nicht bewegen. Und dann
Nase einmal. Oh, falsche Richtung. Reicht noch nicht ganz. Hier unten sind die Löcher, die ich gerne nutzen würde. 15er Löcher. Die haben alles so geil massiv damals gebaut. Mega. Vom Grundgedanken wird es ja also gehen, wenn wir unseren Vierkantrahmen, dann benutzen wir massive 50er Profile, wenn wir die nach außen richten, sodass die Schrauben gerade so innen irgendwie noch verschraubt werden können. Wobei, das können wir auch mit dem Blech machen. Das machen wir, glaube ich, mit dem Blech. Okay, ich nehme mal ein paar Maße und dann schneiden wir gleich den Rahmen zu. Machen wir jetzt direkt einmal sauber. Jetzt kommen wir nämlich gut überall dran. Das hier ist eine wieder auffüllbare Druckluftflasche. Da habe ich Silikonentferner drin. Ich verlinke euch das mal. Da könnt ihr euch selbst überlegen, ob das für die Mengen, die ihr vielleicht selbst zu Hause verarbeitet, auch Sinn macht. Weil so ein 5-Liter-Kanister ist dann gar nicht so teuer. Und hier kann man immer mit Druckluft einfach das Ganze wieder auffüllen. Mein kleines Schweiß-Setup. Die Kanten lasse ich jetzt einfach verlaufen, damit wir da auch eine schöne geschlossene Verbindung haben. Natürlich brauchen wir eine Montagemöglichkeit, um die eben ausgemessenen Bohrpunkte der Maschine montieren zu können. Da habe ich mir hier diese einfachen Winkel hergestellt. Die kommen einfach in die Ecken rein. Geht ratzfatz. Tada! Jetzt haben wir 4 Montagepunkte für die Maschine. Super. Die Rollen wollen natürlich auch noch einen Platz bekommen. Und damit wir das gescheit montieren können, habe ich hier einfach Vierkantbleche vorbereitet. Die können wir ja auch festschweißen. Ich werde jetzt eine ziemlich herbe Naht reinpacken. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Wir könnten 3 Bahnen übereinander legen. Wir könnten kreisende Bewegungen machen. Was ich jetzt mal ausprobieren werde, ist vor, zurück, sodass wir dann auch ein schönes Schweißbild erzeugen können. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Gerade bei dem dickeren Material ist das viel einfacher zu üben. Wenn das nur so 2er Blech ist oder ein 2er Vierkantrohr, ist das viel schwieriger. Deswegen lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr das mal zu Hause nachmacht. Ich habe bei dünnerem Material ebenfalls Probleme, da brät man einfach schneller durch. Bei dem dicken Material ist es sehr, sehr einfach. Wir kommen zum Lack. Ich habe nämlich jetzt schon so viel Mühe gegeben, da will ich auch, dass das Ding später gescheit aussieht und niemals rostet. Wir werden das schwarz lackieren, weil ich schwarzen Lack habe. Um genau zu sein, Hammerschlaglack, den kann man auch tatsächlich sprühen. Es steht zwar drauf, dass das nicht geht, aber es geht. Neuer Tag, neues Glück. Das Gestell ist fertig. Wir können jetzt die Langlochbohrmaschine endlich auf das Gestell draufpacken, damit wir gleich besser weiterarbeiten können. Einmal einhängen. Boah, ist das Ding. Uiuiui. Das ist wie auf dem Bauernhof. Ich muss die Schraube hier durch hinten reinmachen. Das ist ganz schön knapp. Passt ganz genau. Ist das nicht geil? So, das ist hier richtig dran. Da kann nichts runterfallen. Ach komm, ich halte einfach die Fresse, ich mache das einfach, da wenn es irgendwann die Buchs macht, da soll das nicht machen, fertig. Ich muss mir gerade vorstellen, was passiert, wenn das jetzt runterfällt. Aber das Gute ist ja, es fällt nicht runter. Weil warum soll das runterfallen? Geil! Ist das geil! Das macht die Maschine direkt so viel schöner. Am Anfang habt ihr das gesehen, wir haben hier relativ starke Risse im Guss. Die müssen wir jetzt, um die schweißen zu können, erstmal freilegen. Wir wollen jetzt Guss schweißen, das bedeutet einmal gut vorwärmen und dann schweiße ich das Ganze mittels Wick. Ich weiß noch nicht genau, ob das Ganze funktioniert. Sehen wir aber gleich, weil das schon eine relativ stark belastete Stelle ist. So sieht die fertige Schweißnaht aus.
Ich habe hier dieses Teil ein gutes Stück mehr erhitzt als die andere Seite und wir haben jetzt auch hier keinerlei Schwundrisse oder Kälterisse. Es ist auch nicht mehr so warm. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus, ob es irgendwo knackt. Weil wenn es jetzt irgendwo knackt, das kann sein, wenn ich einen Riss nicht gesehen habe, dann können wir es einfach nochmal zuschweißen. Boah, das ist bombenstabil! Das hat funktioniert. Okay, mit dem Halter funktioniert es, aber wir haben ja gesagt, wir wollen einen anderen Halter. Deswegen drehen wir hier diese Bolzen, den Kamerad erst raus. Und dann sich die Zähne ausgeschlagen. Also das, es gibt auch keinen Trick dabei. Das geht einfach schlecht raus. Also Moment. Oh. Guck mal, wie rund der ist. Der ist ganz abgrund. Ich habe den schon ein bisschen runterdrehen müssen, dass der da noch überhaupt drin geht. Spann das Teil jetzt erstmal hier ein und guck mal, wo das Problem da liegt. Oder wo das Problem ist. Das nächste Problem ist erledigt. Wir können jetzt wieder wunderbar unser Holz hier festspannen. Mit dem neuen Exzenter funktioniert das auch wesentlich besser. Jetzt stellen wir uns mal einer neuen Problematik. Und zwar sehen wir hier diese Stäbe. Die sind wichtig, dass wir die Tiefe einstellen können und die linke und den rechten Anschlag. Und das funktioniert hier auf dieser Seite schon mal gar nicht mehr. Hier auf der Seite, das funktioniert einigermaßen, aber dieser hier ist komplett fest. Hier sieht man ganz gut, dass dieser Stab schon öfters eingeschlagen wurde. Jetzt versuchen wir, den mal einfach rauszudrehen. Oh, der geht wirklich sehr schwer. Oh. Boah, leck mich am Arsch, Alter. So sieht der Stab aus. Man sieht, er hat ja klare Riefen. Ich frage mich echt, was hier los war, warum der so viele Riefen bekommen hat. Ganz einfach abdrehen ist ja auch in dem Fall nicht, dass hier vorne geht. Aber der Stab ist dafür viel zu rund. Um hier dieses Teil jetzt so ein bisschen dünner zu machen, werden wir einfach mit dem Winkelschleifer gleichmäßig da einmal rübergehen. Da können wir auch die ganzen Fehler einmal wegschleifen. Sieht relativ brachial aus, aber funktioniert wunderbar. Also einmal einspannen und schleifen. Jetzt einmal ein bisschen drehen und dann können wir weitermachen. Wir sind in der Holzwerkstatt angekommen. Endlich können wir gleich mit ein bisschen Holz arbeiten. Und da kümmern wir uns halt eben jetzt um zwei Problemchen. Das erste Problem ist, dass hier die Arbeitsoberfläche sehr, sehr klein ist. Da können große Werkstücke relativ schnell runterkippeln. Und gerade wenn man mal so ein Stuhlbein oder so bearbeitet, dann ist das hier schon alles viel zu kurz. Das nächste Problem ist, dass das Ausrichten hier auf diesem Tisch hier jedes Mal sehr, sehr umständlich ist. Bedeutet, man muss sich Zusatzwerkzeug und Zusatzwerkzeug schnappen, damit das hier gescheit funktioniert. Das wollen wir hier ein bisschen besser machen. Deswegen mache ich mir jetzt mal ein paar Gedanken, wie wir das überhaupt machen. Ich habe hier noch ein kostbares Stück Multiplex. Das ist der ideale Einsatzzweck, wie wir es jetzt bearbeiten. Die Platte ist jetzt nicht viel größer, aber die hat so eine Größe, dass wir die Hebel noch benutzen können und wir deutlich mehr Fläche auf dem Tisch haben zum Spannen. Ich werde mir jetzt direkt ein paar Hilfslinien anbringen, damit ich ja immer im Prinzip an dieser Kante etwas zu 90 Grad ausrichten kann. Dann markieren wir uns jetzt erst einmal die Mitte. So, und von da aus machen wir überall in einem Zentimeter, beziehungsweise man mache alle 3 Zentimeter Strich. Das zeichnen wir uns jetzt erst einmal an. Einmal Kommando zurück. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen was ausprobiert und ich habe eine bessere Lösung gefunden. So könnt ihr, ohne irgendwie euch irgendwas als extra Werkzeug zu kaufen oder, ganz genaue Striche markieren, die man später auch gut irgendwie ausrichten kann. Ich habe oben nochmal die 13... Oh, ich habe mich vermisst. Oh, ich habe mich vermisst. Und zwar lege ich jetzt hier einfach einen Winkel an und ziehe, anstatt mit einem Bleistift, mit einem Messer hier die Linie. Ich halte das extra so ein bisschen gegen den Anschlag, damit wir auch liegen, weil sonst verläuft das Ganze relativ schnell. Und das mache ich jetzt bei jedem Strich einmal. Ich habe die Oberfläche jetzt einmal geschliffen, damit hier die Bleistiftstriche weg sind. Und jetzt bürste ich das einmal, damit wir den Staub, den wir da richtig reingedrückt haben, dass wir den wieder entfernen können.
Das ist jetzt eine Sache, wenn man von oben drauf blickt, dann kann man die Striche sehr, sehr gut erkennen. Wenn man von der Seite drauf blickt, erkennt man sie nicht so gut. Ist aber nicht weiter tragisch, weil wir blicken sowieso von oben drauf. Ich habe mir 4 Punkte. Das bauen wir jetzt einmal durch. Dann können wir später von unten alles einfach verschrauben. Wir brauchen noch einen Anschlag. Einen simplen Anschlag. Phase, damit es gut funktioniert. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Den können wir jetzt drehen und wenden. Wir können ihn einmal so anlegen. Wir können ihn so anlegen, damit wir weiter nach innen kommen. Wir können das Ganze so drehen, dann können wir das besser hier an diesem Strich ausrichten. Wir können so rumdrehen, da haben wir unten eine Phase, wo der Staub sich reinlegen kann. Und das können wir jetzt hier vorne ganz entspannt festmachen. Und das hält jetzt hier wunderbar. Wir werden das Ganze jetzt selbstverständlich mal ausprobieren. Meine Langlochbohrmaschine funktioniert besser denn je. Ich bin absolut happy, wie das Ganze hier geworden ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch dieses Projekt heute Freude bereitet hat, weil wir so viele verschiedene Punkte behandelt haben, wie man so eine alte Maschine retten kann, wenn dann doch mal was gebrochen ist. Dieses Ergebnis hier hat mich auch absolut überzeugt, denn die Teile, die sind nicht gut vorbereitet. Die haben noch sehr, sehr raue Schnittmarken. Das ist alles nicht richtig abgelenkt. Und dafür, auf die Kürze der Zeit, ist das ein absolut gutes Ergebnis. Ich habe euch ja aber noch einen Tester gezeigt. Da habe ich hier dieses Teil hier gemacht. Und da will ich erstmal betonen, dass man so natürlich nicht den Zapfen normalerweise fräst. Das war einfach mal auf die Schnelle auch noch ein kleiner Test mit der Langlochbohrmaschine, denn normalerweise benutzt man für solche Zapfen eine Tischfräse. Wir bahnen uns den Weg durch die Werkstatt. Das ist hier diese tolle Maschine hinter mir. Schreib gerne mal in die Kommentare, wenn du sehen möchtest, wie wir mit dieser Tischfräse hier Zapfen schneiden. Ich habe nämlich noch eine richtig tolle Rolleinheit, hier für oben einen Zusatztisch. Den habe ich noch nie montiert, das wäre vielleicht auch mal ein schönes Projekt, beziehungsweise das wäre mal auch ein schönes Video. Also schreib gerne in die Kommentare, ob du das auch sehen möchtest. Aber es gibt natürlich, wenn man einen Zapfen herstellt, immer das Loch. Wir haben jetzt eine Langlochbohrmaschine, mit der wir das Loch bohren können. Aber ich habe hier auch noch eine weitere schicke Maschine stehen, die ich schon seit langem eigentlich mal frisch machen müsste, meinen Kettenstimmer. Schreib auch gerne in die Kommentare, auf was du eher Lust hättest, auf den Kettenstemmer oder auf die Tischfräse. Als Abschluss kann ich euch sagen, probiert immer Dinge aus. Man weiß nie, wofür sie mal irgendwie gut sein werden. Genauso wie ich damals mit dem Gussschweißprojekt das Gussschweißen gelernt habe, so konnte ich mir ohne viel Heckmeck hier diese tolle Maschine noch mal retten, damit ich die jetzt noch besser benutzen kann. Und ihr habt ja gesehen, wie gut es funktioniert. Leute, in diesem Sinne, ciao.